Um mit dem Scharfschützen von Stufe 2 auf Stufe 3 zu kommen, müssen wir 15 Gegner mit einem Scharfschützen- oder Präzisionsschützengewehr töten und einen Gegner mit der Technik Panzerbrecher. Das ist die Klassentechnik des Scharfschützen. Und ich denke, das sollte auch kein allzu großes Problem sein. Gerade mal schauen, ist die vielleicht schon aufgeladen? Jawohl, ja. Drei panzerbrechende Schüsse, aber ich gehe trotzdem noch etwas näher ran hier. Und falls du dich in der letzten Folge gewundert hast, ja, ich kann die Videos hier nicht wirklich schneiden, weil ich die Assets nicht habe. Ich habe mir zwar alles auf den Stick gezogen, was ich so brauche, aber habe die ganzen Assets vergessen, die ich zum Schneiden brauche. So die Bauchbinde und sowas und die Sounds. Und die, ja, das Schnittprogramm hätte ich müssen, ja, deaktivieren auf meinem Rechner, weil das nur eine Einzelplatzlizenz ist, damit ich es auf dem Laptop benutzen kann. Gut, so, da haben wir hier einmal einen Gegner mit der Panzerbrecher-Klassentechnik. Der hat aber auch noch eine Drohne rum. Würde ich gerne auch mitnehmen. Was ist die? Na, guck mal, das ist auch ein Geschütz. Wo ist die Drohne? Na, schauen wir nach. So, dalle, wo ist die Drohne? Da kommt sie. Gut, hat sie ganz ordentlich erwischt. Einmal ins Rote oder Gelbe und dann müsste es das für die Drohne gewesen sein. Die WRP versucht zu fliehen. So, noch 12 Gegner. Elf. In dem hohen Funker. Ich weiche mal großzügig aus. Die Verstärkung gleich ankommt. Wer? Ach, das ist der. Shit. Der Flüchtende. Der Bote. Verstärkung unterwegs. Ich könnte auch den Schalldämpfer entfernen. Da ist die Verstärkung. Muss nachladen. Oh wei. Na, guck mal, und Vasili ist wieder am Start. Nice. Hab hier natürlich leider auch kein Voice Attack. Zwar installieren und einrichten, aber das ist mir zu viel Arbeit. Andererseits könnte ich auch einfach selbst mein Voice Attack Profil wieder runterladen. Oh, da ist eine kleine Pistole, ich höre die. Da. Noch 4 Gegner. 2 Schuss im Magazin. Wir haben nur ein 5-Schuss-Magazin, das ist ein bisschen wenig, aber wir kommen klar. So, schauen wir mal. Wir können die auch mit der Pistole töten. Ah nein, können wir gar nicht. Wir müssen es mit einem Scharfschützengewehr oder einem Präzisionsschützengewehr machen. Aber das Präzisionsschützengewehr möchte ich mir gerne aufheben für den Pfadfinder. Haben wir ja, glaube ich, auch noch nicht, ne? Geht eigentlich viel zu nah ran. Mit Scharfschützen. Ein Gegner.
Aber was soll's. Rein da. Drei. Ich darf aufs Dach irgendwie. Ist ja cool. Ist ja scharfschützig, was ich hier mache, aber mir gehen die Gegner langsam aus. Hinten habe ich irgendwo einen gehört. Geh mal auf das Gebäude da. Immer so nervig, wenn man einen Gegner töten soll und dann nicht mehr genug findet. Ach, der ist da unten drin. Gut, den kriegen wir dann nicht so schnell. Ja. Gut, dann müssen wir eben woanders hin. Das ist auch noch einer, oder? Nee. Keinen Gegner. Irgendeinen Grund habe ich in diesem Spielstand hier. Ist ja wieder ein separater Spielstand von dem eigentlichen Spielstand, dem ich dann ab Level 10 weitermache. Irgendwie habe ich da... Es hat nicht ganz deaktiviert, ne? Aber ich lasse das jetzt einfach so. Stört er jetzt auch nicht groß. Silly Fury fixet, wo bleibt ihr? Ganz da hinten. Einsteigen bitte. Wo ist Fury? Nehmen den mal raus da und dann geht's los. Wir finden bestimmt ein paar Gegner unterwegs. Keine Ahnung, wie viel FPS ich hier überhaupt habe. Auf dem Laptop. Aber geht eigentlich. Ja. Einer. Zwei. Moment mal, hat der war das ein Thronenträger? Wo war der? War der da? Wenn, dann ist er auf den Rücken gefallen, ja. Schade, aber ich habe da noch welche gehört. Da irgendwo. Keine Ahnung. Wie der Bullet Drop dieser Waffe ist. Ach da, guck mal. Und damit sind wir auf Stufe 3. Nice. Und da haben wir noch ein Depot. Cool. Nice.